Wurstproduktion bei Kumpel und Keule in Berlin. Henrik Hase legt in seiner gläsernen Metzgerei Wert auf Transparenz. Er weiß, was in die Wurst gehört. Wir zeigen ihm Fotos von Schlachtabfällen. Ein Informant aus der Fleischbranche behauptet, dass aus Abfällen wie diesen Mittel produziert werden, die in die industrielle Wurst kommen. Das ist echt ein bisschen komisch. Und der Verbraucher, so der Informant, soll davon nichts erfahren. Knochenmehl, so Sägereste, dann gibt's irgendwie so Schwartenreste, die sehen auch schon ein bisschen älter aus, das sieht nicht mehr ganz so lecker aus. Am Tier gibt's eigentlich keine unedlen Teile, aber dann aus solchen Abfällen, die einfach entstehen, Sachen zu machen, das ist schon ziemlich eklig. Kommen tatsächlich verarbeitete Schlachtabfälle in die Wurst? Und weshalb? Das wollen wir herausfinden. Die Firma Sonnag gilt in der Branche als gute Adresse, wenn es darum geht, Schlachtabfälle zu nutzen. Sie bietet Zusätze für die Fleischproduktion. Wir wollen ins Geschäft kommen und so herausfinden, wie es funktioniert. Hendrik Hase will uns dabei helfen. Wir gründen eine Scheinfirma, Innomeat. Der Slogan, Taste the Future, schmecke die Zukunft. Hendrik Hase machen wir zum Geschäftsführer. Wir werben mit Bodenständigkeit und glücklichen Schweinen. Unser Werbespot? Rheinsberger Wurstwaren. Von hier für euch. Wir mieten ein Büro für unsere Scheinfirma an, laden einen Vertreter der Firma Sonnag ein und drehen mit versteckter Kamera. Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer, Henrik Hase. Der Sonnag-Vertreter kommt gleich zur Sache. Wir sind ein Entsorger. Wir holen beim Schlachthof alles ab, was nicht verarbeitet werden kann. Wir verarbeiten 100%. Nichts landet bei uns in der Mülltonne. Wir machen quasi aus Scheiße Gold. Das ist ein Geschäft, mit dem macht man immer Geld. Wie sieht das denn konkret aus? Zum Beispiel werden Knochen zerkleinert und enzymatisch aufgekocht, bis der Knochen sich auflöst. Aus den Bestandteilen zieht man dann funktionelle Eiweiß heraus. Damit kriegen sie mehr Wasser in die Wurst. Aus Scheiße Gold machen mit funktionellen Eiweißen? Sonnag bietet gleich mehrere Produkte an. Eines empfiehlt der Vertreter uns besonders, Glow Boost. Das diene dazu, den hohen Wasseranteil in Fleischwaren bei einer Kontrolle zu kaschieren. Wenn Sie was zur Abdeckung des Wassers in der Wurst brauchen, ist Glow Boost genau das Richtige. Fliegt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Klar, wenn ich weiß, wonach ich suchen will oder suchen muss, dann finde ich jedes Eiweiß. Aber der Aufwand, den ich betreiben muss, um Glow Boost zu entdecken, der ist deutlich höher. Das kann man einfach als natürliches Aroma kennzeichnen. Das wollen wir ausprobieren. Wir vereinbaren, dass der Vertreter Pulver zum Testen schickt, damit wir unsere Rheinsberger Wurstwaren strecken können. Denn wer mehr Geld verdienen will, der mischt so viel Wasser wie möglich unter das Fleisch. Durch das höhere Gewicht lässt sich die Ware teurer verkaufen. Eine billige Methode, um mit weniger Fleisch mehr Geld zu machen. Wenn da Wasser hineinkommt, das ist nicht deklariert, ist das ein Betrug. Und ich persönlich fühle mich ja beschissen, wenn es da auf dem Etikett draufsteht, weil im Fleisch kein Wasser hineingepumpt werden sollte. Damit das Wasser nicht herausläuft und der Wasseranteil bei einer Kontrolle nicht entdeckt wird, gibt es Zusatzstoffe. Sogenannte hydrolysierte und funktionelle Proteine. Das sind aufgespaltene Eiweißketten. Die werden aus billigen Schlachtabfällen gewonnen, wie Knochen, Fettresten oder Schlachtblut. Und tatsächlich. Es kommen Pakete von Sonnag bei unserer Scheinfirma an. Darunter verschiedene funktionelle Proteine und Glow Boost. Das Pulver, das uns angepriesen wurde, um Wasser zu kaschieren. Damit fahren wir zu einem gelernten Metzgermeister und ehemaligen Lebensmittelkontrolleur. Franz Josef Voll kritisiert seit Jahren die industrielle Produktion von Wurst und Fleisch. Für uns macht er eine Wurst mit reichlich Glow Boost Pulver. Das wird aus Schlachtblut gewonnen. Für Voll ein ganz neues Gefühl. Ich habe mit diesem Pulver noch nie gearbeitet. Es fühlt sich auf den Händen seltsam an.
Also wenn ich früher ein Auto repariert habe und hatte Altöl an den Fingern, war das Empfinden gleich. Man sieht auch, wie die Haut glänzt. Aber vom Gefühl her muss ich sagen, so hat sich Wurstmasse bei mir noch nie angefühlt. Metzgermeister Voll weiß, was solche Pulver so attraktiv macht. Die einen sagen, Wasser ist Leben, die anderen sagen, Wasser ist Kohle. Es geht um Geld, es geht nur um Geld. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir packen in unsere kleine Charge 3 Liter Wasser, da sagt der Verbraucher draußen, das ist ein Scherz. Ja, aber wenn ich 100 Tonnen am Tag mache und packe dann 40 Tonnen Wasser da rein, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da gespart und verdient wird. Das ist unfassbar. Der Verbraucher kauft im Grunde genommen schnittfestes Wasser. Fällt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Davon haben die Fleischer 100.000 Jahre geträumt. Ich schütte Wasser rein, so viel wie ich will, und das Amt findet es nicht. Das heißt also, wenn dieses Pulver im Gaschromatographen verbrennt, sagt es, ich bin Fleisch, obwohl es gar kein Fleisch ist. Ist das möglich? Die staatliche Lebensmittelkontrolle kann Betrug mit undeklariertem Wasser im Fleisch nicht feststellen? Wir fragen nach beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Das verweist an das staatliche Max-Rubner-Institut. Dort forscht man seit 2014 an Nachweismethoden und erklärt uns: Um zweifelsfreie Nachweise sicherzustellen, sind noch weitere Arbeiten notwendig. Daher sind diese Methoden noch nicht in der Lebensmittelkontrolle im Einsatz. Noch müssen die Kontrolleure also vor Panschern kapitulieren. Und auch die Verbraucher haben keine Chance, selbst wenn Pulver aus Schlachtblut deklariert wird. Denn Glowboost heißt auf dem Etikett oft anders. Der Hersteller Sonac lässt uns auf Nachfrage wissen, dass Pulver darf, ganz legal, als Aroma oder Würze deklariert werden. Denn Glowboost besitzt viele Proteine, ein wertvoller Nährstoff, und es sorgt für einen fleischigen Geschmack. Geschmack ist wichtig bei Lebensmitteln, und der Zusatz von Glowboost macht ein Fleischprodukt attraktiver. Laut Sonac geht es also nur um den Geschmack. Unser Metzgermeister Voll macht den Glowboost-Test. Also mit Fleisch hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist so eine Mischung aus Sägespäne und ja, Tetra-Packung, würde ich sagen. Und wie bewerten Sie das jetzt? Also ich würde sagen, wenn ich in einem Produkt einen fleischigen Geschmack haben möchte, dann tue ich Fleisch rein. So sieht das auch Metzgermeister Thomas Schubert von der Biomanufaktur Havelland in Brandenburg. Fleisch ist Fleisch. Und in die Wurst kommen nur Gewürze, die der Verbraucher aus der Küche kennt. Wir arbeiten ohne Phosphate, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbzusatzstoffe. Wir produzieren hier ehrliche Ware. Conny, was machst du? Ich mach gerade Kalbschwiener. Kalbschwiener, machst du die Würzmischung fertig? Ja. Schön. Das ist jetzt Salz. Jetzt kommt die Mazisblüte. Paprika. Jetzt Koriander und jetzt schmeckt natürlich die Wurst. Doch das kostet. Die Tonne Bio-Rostbratwürste, die heute hier hergestellt wird, ist doppelt so teuer wie die vom Discounter. Wir aber wollen mit unserer Scheinfirma und den Rheinsberger Wurstwaren billig produzieren. Und sind deshalb mit der Firma Sonac weiter in Kontakt. Sie lädt uns sogar zu einem Sonac-Seminar ein. Das findet in den Räumlichkeiten der DIL statt, einem renommierten Institut für Lebensmitteltechnik. Sonac hat Industrievertreter aus aller Welt eingeladen, auch uns. Als vermeintliche Neulinge am Markt dürfen wir sogar offen mit dem Tablet filmen. So gelingt uns mit unserer Scheinfirma ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Fleischpanscher. Das sind unsere Produkte. Die Proteine sind aus Kollagen und die sind aus Plasma. Testet mal die Wasserbindungseigenschaften. Zuerst geht es darum, Wasser ins Frischfleisch einzuspritzen, gepanscht mit Proteinen. Dann verschwindet das Fleischstück in einer Maschine, eine sogenannte Injektionsstraße. Bis zu 3-mal spritzen feine Nadeln Wasser ins Fleisch. Die Einstiche, zunächst deutlich sichtbar, sind im Laden nicht mehr zu erkennen.
Mit dem eingespritzten Proteinwasser ist das Fleisch jetzt 15-20% schwerer. Hendrik Hase, der Geschäftsführer unserer Scheinfirma, kann es nicht fassen. Hier wird versucht, Fleisch, was eigentlich kein Wasser halten kann, mit solchen Mitteln zu dopen, um dem Verbraucher irgendwie ein Stück Fleisch in der Pfanne zu suggerieren, was irgendwie Qualität noch haben kann. Aber im Grunde genommen ist es nur Wasser, was man brät. Wir filmen weiter mit dem Tablet. Niemand schöpft Verdacht. Der nächste Programmpunkt, Färben. Die Graufärbung des Fleisches fängt ja ab dem ersten Moment an. Wenn ich ein bisschen mit der Hämoglobinfarbe arbeite, färbt das schön das rohe Fleisch. Das ist für Burger sehr interessant. Die Farbe ist ja nur bis zum Verkaufszeitpunkt wichtig. Sobald der Kunde das hat, ist die Farbe dann egal. Und so geht's. Das Hackfleisch wird mit Proteinen aus Blutplasma angereichert und in Burger-Patty-Form gepresst. Dann wird noch einmal Blutfarbe angerührt. Dieses Mal für den Bauchspeck. Man gaukelt dem Kunden hier vor, dass er ein besseres Produkt bekommt, weil es abgebraten ist oder abgebacken ist, weil es eine, so wie wir Verbraucher es kennen, vom Garen und Backen eine Kruste bekommen hat. Und in Wirklichkeit ist das im Grunde genommen nur eingefärbt. Das ist eine ganz klare Verbrauchertäuschung. Nächster Programmpunkt, aus Fleischresten Steaks zusammenkleben. Das wäre auch etwas für unsere Rheinsberger Wurstwaren, meint der Sonak-Vertreter. Man nehme ein Enzym, hier in der kleinen Flasche, und ein Fleischprotein, hier in Orange. Der Sonak-Vertreter schneidet Fleisch klein. Das sollen die Reste zum Verkleben sein. Da geht es um Ausbeute. Also, dass ich keine Abschnitte und Fleischverluste produziere, sondern zu 100% meine Rohware benutzen kann. Dann wird alles vermengt und in eine Hülle gepresst. Am nächsten Tag wird das Ergebnis präsentiert. Die zusammengeklebten Reste halten dem Wackeltest stand. Das ist natürlich eine krasse Täuschung, wenn man so aus Fleischresten Stücke zusammenklebt, die einem suggerieren, ein edles Stück Fleisch zu sein, aber eigentlich nichts als Abfall sind, die man noch mal eben schnell zusammengeklebt hat. Und dann zeigen sie uns, wie Formschinken ganz billig geht. Man nehme wieder einmal sehr viel Wasser, Proteinpulver und Schweineschulter. Der fertige Formschinken enthält enorm viel Wasser. 35% dank Proteinzugabe. Am Ende des Seminars werden die Erzeugnisse verkostet. Wir wollen wissen, wie erfolgreich ist Sonak mit seinen Produkten? Fast all diese Produkte wurden in Deutschland erfunden. Rund 80% der deutschen Firmen arbeiten damit. Vor allem in den Discountern werden Sie das finden. Wir fragen nach, wo genau. Das weiß ich meistens selber nicht. Vieles wird ja nicht deklariert. Verkaufen unsere Discounter mit Wasser- und Schlachtabfällen gestreckte Fleischprodukte? Lidl, Kaufland und Aldi versichern uns, in ihren Fleischwaren würden keine tierischen Proteine zugesetzt. Auch der Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie weiß von nichts und erklärt: Uns sind keine Fleischerzeugnisse bekannt, die unter Verwendung von hydrolysierten Proteinen tierischen Ursprungs hergestellt werden. Fassen wir zusammen. Keiner will die Proteinpulver verarbeitet und keiner will gestreckte Fleischwaren verkauft haben. Dabei erhöhen die Pulver den Profit und sind nicht nachweisbar. Und Sonak? Auf Nachfrage erklärt der Hersteller, seine Produkte seien sicher und von hoher Qualität. Außerdem müssten die Fleischproduzenten ihre Ware korrekt deklarieren. Es ist zum Verzweifeln und der Verbraucher, wir könnten jetzt auch sagen, der Verbraucher müsste aufwachen. Aber das Problem ist einfach, dass der Verbraucher genauso chancenlos ist wie der Kontrolleur. Er kann es auch nicht ausmachen. So bleibt unbekannt, wo die Pulver aus Schlachtabfällen in Wurst und Fleisch landen. Wie hieß es noch? Wir machen aus Scheiße Gold.